Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir werden heute frisch fröhlich Kisten durchsuchen, um einen fiesen Verräter zu finden. Schauen wir doch mal, ob es uns gelingen tut. Was haben wir hier? Von Lucia. Lucias persönlicher Schlüssel. Sollen wir da jetzt was mitnehmen? Ich hoffe. Schmutziger Aufzeichnungen, Kartusche, großes Becherglas. Lies Ritter Lucias Aufzeichnungen. Alles klärchen. Dann werden wir das doch mal machen. Ritter Lucias Aufzeichnungen. Dann werden wir kurz bei L vorbeischauen. Lucias persönlicher Schlüssel. Ritter Lucias Aufzeichnungen, da haben wir sie. Okay. Zweites Jahr. Tag 17. Okay, von oben nach unten. Zweites Jahr. Tag 17. Heute war mein letzter Tag als Anwärterin. Morgen früh melde ich mich beim Ältesten für meine Aufnahme. Endlich werde ich ein Ritter sein. Die Bruderschaft ist alles. Alles. Alles, was ich mir erhofft hatte. Familie, Ehre, Sicherheit. Ich habe Menschen mit Mut und Visionen kennengelernt, zum Beispiel Ältester Maxen. Ich habe mich mit Clark angefreundet. Ich habe mich im Kampf bewiesen. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder als Zivilistin zu leben. Ich bedauere nur, dass Clark die Zeremonie nicht mit mir erleben wird. Wir machen alles gemeinsam. Aber in letzter Zeit geht er mir aus dem Weg. Heute Abend wollte ich mit ihm reden, wie wir es immer getan haben, aber er ging einfach ins Bett. Er sagte, er würde sich nicht gut fühlen. Zweites Jahr, Tag 18. Heute stand ich vor dem Ältesten. Er sprach über mein Leben vor der Bruderschaft, meine Zeit als Anwärterin und meine Zukunft als Ritter. Es dauerte nur ein paar Minuten, doch mir erschien es wie das wichtigste Gespräch meines Lebens. Einige meiner Freunde warteten draußen, um mir zu gratulieren. Selbst Protektor Ingram war da, Clark jedoch nicht. Später erfuhr ich, dass er sich zu seinem Dienst auf der Brücke nicht gemeldet hatte. Niemand wusste anscheinend, wo er war. Er kam kurz vor Mitternacht zurück und ging ins Bett, ohne ein Wort zu sagen. Sehr verdächtig. Zweites Jahr, Tag 23. Clark und ich wurden zur Logistik auf der Basis versetzt. In der Versorgung zu arbeiten ist vielleicht nicht so spannend wie ein Patrouilleneinsatz, aber auch das muss erledigt werden. Clark beschwert sich über die Arbeit, wenn er überhaupt mal mit mir redet. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich hatte immer zu Clark aufgeschaut, aber in letzter Zeit scheint er ein völlig anderer Mensch zu sein. Als hätte er einfach aufgegeben. Zuerst dachte ich, er werde neidisch, aber da geht irgendwas anderes vor. Etwas, das er mir nicht erzählt. Wenn ich ihn dazu bringe, sich zu öffnen, könnten wir die Dinge vielleicht noch regeln. Zweites Jahr, Tag 34. Es gerät außer Kontrolle. Clark ist in dieser Woche dreimal zu spät zu seiner Schicht gekommen. Ich habe ihn jedes Mal gefunden und dafür gesorgt, dass er es nicht wieder vergisst. Aber ich kann nicht immer wieder für ihn einspringen. Ich glaube, Sergeant Gavel bekommt langsam mit, dass etwas nicht stimmt. Als ich gestern Abend zurückkam, war meine Truhe durchwühlt. Ich glaube, Clark waren meine Sachen. Was ist mit ihm los? Warum redet er nicht mit mir? Ja, er ist ein komischer Kauz. Sehr verdächtig, das Ganze. Schaut so aus, als wenn er irgendwie bedroht werden würde oder so, hm? So, und was machen wir jetzt? Wir haben alles durchgelesen. Was soll man jetzt machen? Pflicht oder Schande? Stell Ritter Lucia zur Rede. Okay, das heißt, wir müssen wieder raus. Raus hier. Weißt du, was eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator macht? Kann es wohl vorstellen. Komm mir nicht so. Soll das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Käfern erledigt werden? Ist ja schon gut.
Erzähl nur Ingram nichts, okay? Gut, aber es gibt einen Grund, warum man in der Nähe der Instrumente nicht essen darf. Oh, schade. Dabei schmeckt es doch so viel besser. Ich muss hier runter. Oder rauf. Runter eigentlich, ne? Da. Heureka! So. Und runter. Na, da bin ich mal gespannt, was die Lucia dazu zu sagen hat. Jetzt haben wir sie aufgeklatscht. So, raus hier. Und runterbohren. Das Ganze hört sich nicht besonders gut an. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass Clark bedroht wird. Es könnte ja durchaus sein, dass er für die Raider quasi unter Anführungszeichen arbeiten muss, zum Beispiel. Ne? Wenn es schon solche Gerüchte gibt, dass man hier Raider gesehen hat, könnte es ja wirklich sein, dass sie ihn da bedrohen. Vielleicht halten sie seine Familie gefangen oder so, ne? Oder sie haben ihn bedroht, Lucia was anzutun, ne? Das kann ja durchaus möglich sein. Vielleicht versucht er nur gerade Schlimmeres zu verhindern. Weil das würde sich echt, das würde sich super nach Raider anhören. Die Befreiung des Kammerwalds ist eine Frage. Ja, bla bla, red du nur. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Und zwar hier. Ich gebe gern mein Leben, wenn dadurch eine Wiederholung der Apokalypse verhindert wird. Ich weiß nicht. Jawohl. Hallo, ich brauche Licht. Hallo, Lucia. Zwei Rollen. Oh, tut mir leid. Kann ich dir helfen? Lucia, zur Rede stellen. Warum? Was? Wovon redest du überhaupt? Ich habe dein Tagebuch gelesen. Ich habe dein Tagebuch gelesen, Lucia. Ich will wissen, was hier los ist. Was? Ich... In Ordnung. Clark und ich sind gemeinsam zur Bruderschaft gekommen. Er ist seit Jahren mein bester Freund. Aber seit der Schlacht entfernt er sich von mir. Welche Schlacht? Die Schlacht um den Flughafen. Das war unser erster richtiger Kampfeinsatz. Das war ein Bild. Die Pridwin mit voller Vertibird-Eskorte. Geschütze feuerbereit. Wir waren eines der ersten Teams. Dutzende von wilden Ghulen. Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie. Dann jagten wir die, die entkommen wollten. So hatte ich es mir erhofft. Aber Clark ist seitdem nicht mehr derselbe. Als hätte er einfach aufgegeben. Seitdem verschwindet er allein ein- oder zweimal am Tag. Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, aber könntest du ihm vielleicht folgen? Sehen, was er macht? Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein. Vielleicht ist es nichts, aber ich mache mir Sorgen. Ach, okay. Wir machen das. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ich werde das Licht auch ausmachen. Sicherheitshalber. Und die Waffe auch wegstecken. Dann werden wir ihm folgen. Ganz unauffällig. Ey, da muss leise sein. Vielleicht geht er auch nur aufs Klo. Vielleicht hat er echt harten Schulgang. Das weiß man ja nicht, wir oder? Wir werden das Institut aufhalten. Für Maxen und für die Bruderschaft. Jo. Okay. Nix. Ich bin in ein paar Minuten zurück. Du musst mich fahren. Wir hatten nämlich jetzt entdeckt. Die Erde wahrscheinlich. Mm-hmm.
Was? Oder müssen wir zuerst mit ihm reden? Anwärter? Entschuldigung. Ich will jetzt nicht reden. Na, das müsste schon so passen. Komm rein, Taylor. Auf wen oder was wartet ihr da? Entdeckt. Versteckt. Entdeckt. Und wo sollen wir es denn da verstecken, bitte? Wer entdeckt uns denn da ständig? Auf jemanden? Dann müssen wir einfach weiter weg. Sollten wir uns hier so verstecken? Meine Systeme arbeiten weiterhin bei maximaler Effizienz. Das ist gerade echt sonderbar. Ich glaube, ich muss mal kurz Questlog schauen. Beschatte Anwärter Clark. Ja, beschatten ihn ja. Er wollte, glaube ich, gerade hier rüber gehen, ne? Scheiße. Ja. Hat es das noch gezählt? Entdeckt. Okay, da müssen wir jetzt rein. Okay, dann schauen wir doch mal nach, oder? Finde Anwärter Clark. So, Clark, wo bist du? Ich glaube, da können wir normal gehen, nicht Licht. Anlagen. Was läuft hier? Eliminiere die Ghule. Ja, machen wir doch gleich mal, oder? Doch gern. Wow, da kommen sie auch schon. Die geben eben ein paar Punkte auch noch. Aber da ist alles gut. Schau, das ist jetzt aber flott gegangen. Rylan? Bitte was?
Verdammt, ich trage schon zu viel in mir rum. Hey. Ich glaube, ich habe vergessen auszumuten. Ja, natürlich habe ich darauf vergessen. Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Ich bin gerade ein kleines bisschen verwirrt. Da sind ja noch mehr. Wieso hat Ada die gerade erschossen? Seien Sie bitte vorsichtig. Ada ist voll. Allzu viel können wir jetzt nicht mehr schleppen. Das ist nämlich jetzt auch doof. Dürfen wir echt nur mehr Schrott mitnehmen. Okay. Die putzen wir jetzt alle weg. Hey. Okay, der hat's überstanden. Da ist auch noch einer. Ja, mach nur. So, ich glaube, da hätten wir sie alle. Tür oder so gibt's hier scheinbar keine. Hier geht's nicht weiter. Die ist ja verschlossen. Ah, hier oben. Hier geht's weiter. Ich finde es gerade kacke, dass ich wieder mal nicht ausgemüllt habe. Sobald ich jetzt irgendwie beim Eingang bin, verschwinde ich mal ganz kurz und mülle das Zeug hier aus. Weil die Ada kann nichts mehr schleppen. Die ist fertig. Toll, wo sind wir denn hier, bitteschön? Oh! Da sind ja noch ein paar von denen. Da ist auch so einer. Bin gespannt, ich bin echt schon gespannt, welche Geschichte da dahinter steckt. So ein Kerl. Oh, der hält. Ah, na, jetzt habe ich schon gedacht, der hält was aus. Na, na. Alles ist gut. Nichts aushalten tut der. Nix. Ah, da geht es nirgendwo rauf, ne? Nö. Da geht es nirgendwo rauf. Da müssen wir hier lang. Da ist hier jemand. Servus. Ich habe gleich mal das Bein weggeschossen. Hallo, hallo. Ich will den auch treffen. Passt. Den haben wir leicht zerlegt. Das Ghoul tötet das Kampfrüstung linkes Bein. Reduziert den durch Ghoulifußschaden auf 50%. Au. Hallo, hallo, hallo. Na bitte. Haben wir hier noch jemanden? Na. Aber ein Kampfgewehr. Die Dame wollte sich noch verteidigen, so gut sie konnte. Vorbildlich. Vorbildlich. Hallo, sind hier irgendwelche Ghule? Ja, da haben wir sie ja schon. Bäm. Boom. Oh, es tut mir leid. Gibt es noch welche? Ich habe noch Munition. Warte, den haben wir gerade noch erwischt.
die Edda dreimal das Auto verschupft, ne? Da haben wir eine schöne Kiste. Hier ist kein Gradler. Ah, ich höre was. Nein, ich war schneller. Muha. Oh, oh, hier ist das Auto. Edda! Kannst du nicht alles kaputt machen? Aber hier noch was. Da ist schon noch einer. So. Da ist auch einer. Huch! Ein legendärer. Boom. Holla, die Waldfee. Der hat gesessen. Huch, irgendwas mit Erfrieren war, glaube ich, schon wieder, ne? Entschuldigung. Ich habe schon wieder zu schnell gedrückt. Immer diese nervösen Fingerlis. Ist hier noch irgendwas? Ja! Da fehlt hier einer. Ich habe sie verloren. Oder auch nicht. Doch, da drüben ist er. Erwischt. Bing dong. Na, nicht wirklich. Ich weiß, dass sie die U-Bahn-Station meint, aber in einem anderen Zusammenhang sogar, aber momentan sind das hier keine besseren Zeiten, nein. Die besseren Zeiten, die kommen nie wieder. Besseren Zeiten hatten wir schon. Scheiße, wir sind überladen. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Das heißt, ich habe Frosch im Hals, glaube ich. Ich muss mal was wegtun. Ich werde mal diese Uniformen hier wegschmeißen. Sowas werde ich, glaube ich, behalten tun. Das kommt weg. Der kommt weg. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Jawohl. Waffen werde ich auch wegtun. So. Ich glaube, mehr, also braucht man, glaube ich, nicht. Normalerweise lege ich keine Waffen weg, aber bei denen hier kann man, glaube ich, eine Ausnahme machen. Haben wir jetzt etwas erschossen? Nö, ne? Boah, das geht weit. Schon eigentlich, ne? Da hinten habe ich einen Gradler umgeschossen. Der müsste liegen. Da ist er. Was haben wir dann da noch Schönes? Hm? Aha. Die Rüstungen lasse ich. Tschüss. Hallo. Hoppala, Entschuldigung, Alter. Ding dong. An alle Fahrgäste, der Zug fährt bald weg. Und das auch. Wow, da ist echt viel, viele Stimpacks. Was haben wir denn da? Ein Sicherheitsterminal. Oh. So? Das? Sowas? Vielleicht? Nein.
Wofür braucht man hier ein Sicherheitsterminal? Nochmal. So. Das. So. Na also. Da. Jawohl. Turmsteuerung. Aha. Systemdiagnose aktivieren. Na, passt alles. Nichts einschalten, das klumpert. Was haben wir da? Bäm. 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 Au. Geht ja. Ach ja? Was denn? Ah. Du musst weg. So ist gut. Wie ich die nicht treffe, ne? So. Passt. Ist gut. Soll ich echt so schwer... Ja, ich hab's gewusst, ich bin überladen. Das war so klar hier. Da muss ich eben momentan ein bisschen so durch die Gegend und so. Jo. Mist. Ja, Fusionskern ist erschöpft. Okay, eine neue Waffe. Schade, ich kann jetzt leider nicht mehr laufen. Das ist echt doof. Was haben wir denn hier noch Schönes? Vielleicht kann ich hier was reinhauen. Wartet mal ganz kurz. Vielleicht habe ich hier wieder irgendwas Nutzloses. Ja, Waffen eigentlich, die sind schwer, ne? Naja, wobei die gar nicht so schwer ist. Das können wir vielleicht lassen. Das ganze Kleidungsklumpert. Das ist trotzdem schon recht viel, ne? Schrott. Ich werde jetzt mal ein bisschen Schrott da lassen. Und zwar alles, was richtig schön schwer ist. 3. Zum Beispiel hier Benzinkanister. Den lasse ich da. Da, was haben wir da? Flansch. Drei. Kochplatten. Da, den Löscher. Die Lötlampe. Das lassen wir da. Das lassen wir da. So. So. Jo. Da ist noch was mit 3 gewesen. Telefon ist 6. Sehr schön. Ein Toaster. Totes Krallenhaut. Die ist so schwer. Mann, ey. Verbindungsstange. Ich glaube, jetzt können wir da was schleppen. Das passt schon mal. Wenn's passt, dann gehe ich hier zurück und hole mir das Zeug. Dabei liegt es hier eh recht gut. Meine ich. Die haben ein bisschen hier umgenietet. Mhm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, natürlich die verbrannten Schichteln. Was? War das was Wichtiges? Also der Hocker. Den will ja nicht. Ich will die Zeitungen haben. So. So, wieder ein Terminal, das noch funktionieren tut. Was haben wir denn da Schönes? Flugplan. Okay, was haben wir da? Nicht vergessen. Willkommen in Posten. Anbieten, Fragen zu beantworten. Touristen auf verbundene Unternehmen. Marketingpartner hinweisen. Flugplan. Geplante Abflüge. Verbindung fehlgeschlagen. Gastronomie.
Die Brauerei, Schankhaus Shamrock. Shamrock wahrscheinlich dann, ne? Peyton Brauerei. Von 16 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag. 12 bis 19 Uhr an Wochenenden. Entschuldigung. Lassen Sie sich ein echtes Bostoner Original schmecken. Schauen Sie sich Hopfen- und Brauanlagen in unserem Besucherzentrum und Museum an, bevor Sie einige der besten Ale- und Lagerbiere aus Boston genießen. Brauereiführungen nur nach vorheriger Anmeldung. Und das Schankhaus? Schankhaus Shamrock. 11 bis 23 Uhr, Montag bis Donnerstag, 11 bis 4 Uhr, Freitag bis Sonntag bist du schon. Die haben Öffnungszeiten. Was gibt es nach einem harten Arbeitstag Schöneres als einen Abend in der Kneipe? Shamrock bietet ihnen Spaß, nette Leute und gute Preise. Authentische irische Gerichte, täglich neue Aktionsdrinks, die besten Fassbiere, Whiskys und Schnäpse aus dem In- und Ausland. Nicht schlecht. Prost. Da geht's wieder runter. Okay, ich glaube, wir sind dann hier fertig, oder? Das waren aber noch nicht alle, oder? Das wären noch nicht alle Ghule gewesen sein. Was haben wir da? Aha. Oh. Ja, genau. Bin ich schlecht, oder? Alles gut. Wartet. Ich hole euch noch mehr. Wie kommen wir da raus? Wartet mal, bevor wir da rein. Okay. Wie kommen wir da runter? Hä? Wer ist da? Komm raus. Verdammt. Ich weiß, dass du da bist. Hey, wo willst du hin? Ich muss die Karte finden. Wo ist die Karte? Ist es die da? Jawohl. So. Was? Oh, ich hätte zuerst mit ihm reden sollen. Kann ich das nochmal laden? Wahrscheinlich nicht wirklich, ne? Flughafen. Na, das ist zu weit. Scheißendreck. Warte mal. Ich probiere es einfach mal. Bitte laden. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich hätte doch zuerst mit ihm reden sollen. Ich wollte zuerst die Ghule wegklatschen, ne? Aber, ja. Was sind wir denn da? Ich habe keine Ahnung, wo wir... Ah, da sind wir. Ah, ist gar nicht so weit. Okay. Schau, ist gar nicht so weit. Können wir noch die schnell wegklatschen? Ist gar nicht so schlimm. So. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Nein, das da. Jawohl. So. Oh. Ja. Das war's. So, dann müssen wir da nochmal rein, ne? Da war aber nichts, ne? War nichts. Telefon. Ich lasse die Telefone liegen. Ich nehme jetzt nur mal das mit, was die Kradler hier haben. Solche Sachen halt. Ich bin schon überladen. Edda, kannst du wirklich, du kannst nichts schleppen, ja? Das ist echt scheißlich. Scheißlich ungut ist das. Ich tu trotzdem noch das mal weg. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. So, nur das Zeug. So. Dann geht das halt einfach nicht und fertig. Was? Oh, hallo. Und tschüss. Dann klappt das so halt nicht.
gut. Dann reden wir zuerst mit dem Deppen und dann ist schon gut. Also schnell. Das haben wir eh gelesen. Das brauchen wir jetzt eh kein zweites Mal mehr. So, lalala. Jetzt kann ich nochmal schauen. Was war denn das für ein Heft? Angelturnieranzeige. Lake Quenaport. Forellenwettangeln. Am 4. Juli 2077, 7 bis 16 Uhr. Gesponsert von General Atomics International, Stadtposten. Feiern Sie den Unabhängigkeitstag am wunderschönen Lake Quenaport. Auf Sie warten Spaß, ein toller Wettbewerb und hohe Geldpreise. Wenn Sie möchten, können Sie auch den Ausblick von der nahegelegenen General Atomics Galleria genießen. Der perfekte Ausflug für die ganze Familie. Ja, supi. Super. So. Ja, ist ja bestimmt, nehmen wir das halt nicht mit. Upsi Gatsch. So, das haben wir. Das. Ein Besen im Müll. Ja, warum nicht? Eureka. So, jetzt ein bisschen flotter. Und zack, 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 zack. Holt noch mehr. Was sollen die denn probieren? Essen die etwa die Vorräte oder was? Die essen die Vorräte. Wer ist da? Der Typ spinnt. Komm raus. Ich. Ich bin hier, du Arsch. Ja. Was machst du hier unten? Was ist los? Bin dir gefolgt. Untersuchung, Rede. Was ist los? Irgendwann muss das ja rauskommen. Das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Eben. Was kann nicht weitergehen? Lebensmittel zu stehlen. Ich bin bei der Logistik. Keiner hat nachgefragt, als ich sie aus dem Terminal holte. Ich brachte sie nachts hierher, um die Ghule zu füttern. Es hat funktioniert. Bisher. Es hat funktioniert? Ihn melden. Das verstehe ich nicht. Die exekutieren. Ihn exekutieren. Es hat funktioniert. Warum tust du das? Ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal einen Freund, der ein Ghul war. So menschlich wie du und ich. Aber die Bruderschaft. Für die Bruderschaft sind sie ausgeboten. Sie verdienen es zu sterben. Ein Gammler. Willst du ihn töten? Nur für das, was er ist? Ein Wilder? Unsicher. Ja, war nein. Ein wilder Ghul? Welchen Unterschied macht das? Waren die nicht alle mal Menschen? Ich kam vor 2 Jahren zur Bruderschaft. Die ganze Zeit über habe ich nie unsere Überzeugungen angezweifelt oder in Frage gestellt. Aber bei der Schlacht und den Flughafen kamen immer mehr Ghule. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich getötet habe. Sie liefen weg, aber wir machten weiter. Ich tötete sie. Ich habe sie alle getötet. Was hast du erwartet? Das waren Ghule. Du warst gezwungen. Das ist Krieg. Was hattest du erwartet? Du wusstest, wofür die Bruderschaft steht. Nein, eigentlich nicht. Nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Nach der Schlacht musste ich nachdenken. Ich fand diesen Ort und die Ghule. Was sollte ich tun? Es melden? Dann wären sie abgeschlachtet worden. Sie ignorieren? Dann hätten sie unsere Basis angegriffen. Ich dachte, wenn ich ihnen zu essen bringe, bleiben sie vielleicht unten. Dann hätte es nicht noch mehr Tote gegeben. Glaubst du, ich habe das Richtige getan? Nein. Tatsächlich? Ausweichend. Ja, nein. Glaubst du tatsächlich? Ich weiß es nicht mehr. Was wirst du mit ihnen tun? Was meinst du? Unsicher. Nichts sagen. Sie vernichten. Was sollten wir deiner Meinung nach tun? Lass sie in Ruhe. Solange sie hier bleiben, schaden sie niemandem. Unsicher. Ich weiß es noch nicht. Gar nicht so einfach, oder? Und was ist mit mir? Stell dich. Du sollst verschwinden. Ich werde lügen. Ihn verdammt. Stell dich. Das stimmt wohl. Der Captain wird es nicht verstehen, aber so ist es ehrenhaft. Vielleicht respektiert er das wenigstens. Ich
brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln. Geh, der Aufzug ist im anderen Raum. Nimm meine Schlüsselkarte, ich komme gleich. Es ist ja unglaublich, oder? Vielleicht kann ich Ihnen etwas davon abnehmen. Ja, du trägst selber schon so viel Herzchen. Das wird nicht funktionieren. Was haben wir da? Was ist das? Also eine Tür wahrscheinlich, ne? Lassen wir das lieber. Ja, Gebäudeverwaltungsterminal. Ich weiß gerade nicht, ob wir das machen sollen. Zumindest zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Das wäre vielleicht eine schlauere Variante. Und sie dann umnieten. Sind das Servietten? Na, cool. Wie die futtern, ne? Dass ein Ghoul sowas essen kann, ne? Das ist schon irgendwie erstaunlich. Aber er ist halt auch ein bisschen wahnsinnig, muss ich schon sagen. Ich verstehe ihn einerseits. Aber naja. Wir gehen mal. Komm, Ada, rein da in den Lift. Komm. So, das nehmen wir auch gleich mit. Ist eh schon wurscht. Sind wir eh schon mehr als überladen. Ich hoffe, ich kann unten dabei was reinschmeißen. Ui, der Part ist auch zu Ende. Der Kartenlaser aktivieren und schon das bringen. Das nehmen wir auch gleich alles mit. Ist eh schon wurscht. Da oben schmeiße ich das dann mal ganz kurz wo rein und bringe dann, hol das dann das Zeug dann später wieder ab. Sollen wir es machen. Wenn wir es brauchen. Wenn wir dann wieder was bauen tun und wir brauchen das, ist in unserer Notreserve. So. Dann nichts wieder auf. Nach oben. Ja, bitte. Da gehen wir noch schnell raus. Ist jetzt ein bisschen Überlänge. Ich weiß, tut mir schon sehr leid dafür. Jo. Aber immerhin, wir sind dann draußen. Da drüben, ne? Es ist nicht gerade schön, wenn man nur gehen kann. Ich glaube, das mit den Ghoulen haben wir nicht so ganz hinbekommen, ne? Die anderen umzunieden. Tropfi, Tropfi, Tropf, Tropf. So, raus da. Supi. Das haben wir schon mal. Ja, 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 ja. La, li, la, 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 da, da. Ich fürchte, dem erwartet jetzt nichts Gutes. Der wird sicher aus der Bruderschaft rausgeworfen, im schlimmsten Fall sogar umgebracht. Naja, ich bin kein Fan von der Bruderschaft, wirklich nicht. Von den Minutemans, jo, muss ich sagen, die sind gut, die sind brav Jungs. Aber von der Bruderschaft bin ich nicht überzeugt, ehrlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht so wirklich. Gibt es hier zufällig irgendwo einen Behälter, wo ich das ganze Klumpert reinhauen kann? Bitte? Vielleicht? Irgendwas? Für mich? Behälter? Bitte? Ach, Käse. Dann müssen wir das halt rübertragen. Das ist wieder doof. Besser gesagt, ich trage es rüber. Ich mache jetzt Schluss. Und wir werden im nächsten Part rauf, uns raufbohren zu dem großen Schiffchen hier. Ich glaube, das war da oben. Oder da, na, da unten zuerst. Zuerst noch unten Bericht erstatten, dann wahrscheinlich oben. So werden wir das machen. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Boah, das ist eine schöne Aussicht. Da bleiben wir. So, da bleiben wir. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.